Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich bin zurück und wir werden ein paar befallenen Quests heute wahrscheinlich angehen. Ich habe zwar eine normale Quest schon angenommen, habe jetzt allerdings neuen Spieler reingeladen. Wir haben theoretisch neue Quests, die wir annehmen können. Bin am überlegen, ob wir tatsächlich um so eine neue Quest tun, eine befallene Quest tun. Wir haben jetzt 13:48 Uhr, wir haben noch ordentlich viel Zeit dafür. Wir müssten vielleicht mal unsere Waffen langsam neu durchreparieren. Wir haben bereits ausgeladen, allen drum und dran. Essen, trinken, ja, wir können uns schnell was reinziehen tatsächlich. Ist sowieso noch am Durchbrutzeln das Ganze. Und Brot bringt Nahrung von 12, Gesundheit 6. Läuft ein Hühnchen. Und dann haben wir uns mal so ein Brötchen hier rein. Bringen mal ein Wässerchen. Ja, das muss erstmal reichen. Wir kriegen ja auch wieder notfalls was zusammen, was wir uns dann auch wieder dementsprechend rausziehen können. Wir haben momentan einen Skillpunkt zu vergeben, oder den wir vergeben können. Glücklicher Sammler. Wow. Beute zu finden erhöht die Beutebonus um 20% und nur 60% schneller. Ist die Frage, wo man das Ganze dann rein investieren. In Speer, ja, hier können wir nicht. Maschinenpistolen geht momentan nicht. Heilfaktor vom Landleben sind wir bereits auf Maxi. Alles andere sieht eigentlich bei uns ganz gut aus. Automechaniker haben wir eins reingesetzt. Tatsächlich, das reicht erstmal im Großen und Ganzen. Die Frage wäre nur noch, ob wir nochmal hier was rein investieren. Aber selbst hier haben wir den Schützen. Bergbau haben wir bereits gemacht, tatsächlich ein zweites. Werden wir noch sehr, sehr viel brauchen, tatsächlich. Chefkoch können wir uns sparen. Hauptader. Mehr Erze finden. Jetzt haben wir 40% mehr Erze, Stein, Gelände, Blöcke und Bäume mit Äxten, Spitzhacken. Das wäre eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Weniger Ausdauer auch immer cool. Lass mir hier nochmal einen Punkt reinsetzen: 20%, 40%. Wir nehmen die 40% mehr Erze. So, wir fahren jetzt kurz zum Händler, gucken mal, was der für Quests für uns hat. Wir haben keinen Zeitdruck, nach wie vor. Wir sind jetzt Tag 11, die Hordenfalle, zu einem Teil steht sie schon. Ich würde gerne Elektrozäune einbauen. Das machen wir alles in der Nacht. Wir werden in der Nacht mal gucken, was wir da alles brauchen. Wir müssen jetzt massiv viele Autos zerlegen. Damit müssen wir jetzt tatsächlich langsam mal anfangen, damit wir Autos auseinandernehmen. Problem ist in der Wüste hier, hier gibt es relativ wenig, tatsächlich. Also, wir müssen die Aufgabe erst abbrechen. Gibt uns das eigentlich einen Malus, wenn wir die abbrechen? Finden wir es so raus, oder? Anscheinend nicht. Stufe 3 abholen und Säumen abgebrochen. Stufe 3 abholen, beseitige Zombies, beseitige abholen. Stromzufuhr bei 600 Metern. Nachts. Abholen und Säumen. Cool, wir haben keine befallenen Quests mehr. Für die Stufe zumindest. Hier hätten wir eine befallene. Zur Eisel Residence. Ablehnen. Stromzufuhr bei Nacht, 2 Kilometer bis zur Eichweite. Haben wir hier zufälligerweise Cracker Book dabei? Bobcats Bar. Nächste Stufe. Abholen. Gut, wir werden hier keine... Wir müssen das bei 2, müsste Cracker Book dabei sein. Truck Stop. Truck... Oh, 800 Meter? Oh. Truck Stop wäre interessant tatsächlich, aber 800 Meter ist viel. Diner. Taylor Manor. Ach komm, wir nehmen mal einen Diner. Okay, wir haben keine befallenen Quests. Schade, wir haben es probiert. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir das Ding. Machen auf jeden Fall noch die Quest noch mit. Sammeln nebenbei. Ach, guck mal, eine Horde. Sammeln nebenbei noch das Zeug mit ein. Die Horde ignorieren wir gekonnt. Die sollte nichts machen. Auch nicht bei unserer Base. Und fahren jetzt dann einmal Richtung der Quest. Zumindest da hinten waren wir noch gar nicht, oder? Oh, guck mal hier. Den waren wir noch gar nicht. Ja, vielleicht finden wir da ein paar Autos. Also wir werden jetzt auf dem Weg alles mitnehmen, was uns irgendwie einen Vorteil bringt. An Fahrzeug und so weiter und so fort. Wir haben leider ein Defizit in der Wüste. Auch brauchen wir noch sowas wie Clay, Metall zum Einschmelzen, damit wir uns die besseren Waffen und Modifikationen bauen können. Und so weiter und so fort. Allerdings sollten wir auf der Straße fahren, wenn wir Autos haben möchten. Wir brauchen übrigens einen Motor unter anderem. Ich würde tatsächlich mal sagen, wir zerlegen mal den Truck. Hier könnte man auch Mais abbauen übrigens. Weil ich es gerade sehe. Kannst du überhaupt einen Motor geben? Ich hoffe doch. Ja, würde es eine Weile dauern, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Großartig. Hier hinten wäre nochmal Nitrat, was wir kriegen. Ein bisschen Benzin wäre da hinten noch dabei. Wie gesagt, Mais, aber das ist jetzt nicht so essentiell wichtig. Die mechanischen Teile, die elektrischen Teile sind relativ wichtig tatsächlich. Stoff kriegen wir raus, das ist schon mal ganz geil. Plastik auch gut. Ein weiterer Tausammler sollte drin sein mittlerweile mit dem Plastik, was wir haben.
Und ich glaube, das ist sowieso heute die letzte Quest schon wieder, die wir erledigen können. Wir waren relativ effizient, auch wenn wir die befallenen Quests hatten, waren wir relativ effizient unterwegs. So, 700. Öl können wir direkt verkaufen. Benzin können wir direkt wieder ins Bike packen. Wobei echt wenig Benzin bei rumkommt, muss man sagen. Das haust du echt schnell durch. Also wir werden irgendwann, spätestens mit dem Motorrad oder mit dem Auto, werden wir wieder eine Art Benzinmangel haben. Wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. Ah, Sandsturm. Oh, oh, what? So, hier war ja unsere Stufe 3 befallenen Quests, die wir hatten. Ja, den Einkaufswagen können wir tatsächlich noch mitnehmen. Mechanische Teile beim Einkaufswagen. Okay. Why not? Ja, Metallschrott immerhin. 160 plus. Kühler. Motor sieht es leider schlecht aus. Wir brauchen einen Motor für den Zementmischer. Das sind so einzelne Häuser, oder? Da hinten nur noch. Sind das die wirklich, ist das wirklich ganz da hinten? Da ist ein Auto. Das könnte man noch mitnehmen. Hat das Ding eine Motorhaube? Ja, die Frage ist, was bei rauskommt. Das Geile ist, während wir halt auf dem Bike sitzen, regenerieren wir unsere komplette Ausdauer gerade wieder. Das ist ganz nett tatsächlich. Okay, wir haben einen Geier über uns. Ist aber egal, wir sind bei vollem Leben. Das, die greifen nicht mehr an. So ist eine coole Mechanik, dass sie das so gemacht haben. Die waren vorher mega nervig. Du konntest nicht durch die Wüste fahren. Das haben sie dadurch, dass du, wenn du jetzt nicht verletzt bist, besser. Okay, wir kriegen da kein Dings raus. Kein Motor. Da sind zwei Karren. Die zerlegen wir auf jeden Fall. Ach geil, das ist... Ist das nicht so ein... Das ist so ein Truckstop. Trucksteiner. Autozeitschrift, sehr nice. 30. Sollen wir da nicht das Motorrad kriegen? So, hier können wir einen Motor rauskloppen, wenn wir Glück haben. Noch haben wir einen Ausdauerbonus. Das wird nur leider nicht so lang bleiben. Okay, das sind... Oh, Polizeiauto sogar. Dietriche müssen wir auf jeden Fall wieder herstellen. Plünder das Ding mal. Knochen und mechanische Teile. Wie gesagt, wir müssen das zwangsweise jetzt erstmal mitnehmen. Die können wir schon mal nachfüllen. Yes, einen Motor haben wir. Okay, also. Den Zementmischer können wir bauen. Ich bin am überlegen, ob wir die Basis tatsächlich auf Zement aufwerten. Zumindest die wichtigsten Teile. Ich finde es allerdings ein bisschen Verschwendung, weil die Horde wird schwer. Aber nicht so mega krass schwer. Dass wir es dringend bräuchten. Da liegen immer so 5 halbe drauf auf dem... Ja, Alter, jetzt stehen massenweise Autos. Okay. 3,5 Schädelchen. Das ist die Bewertung übrigens bei Google für den Laden. Schade, die Dinger konnte man früher mal mitnehmen. Einmal Fallenbücher. Autos lohnt sich halt wirklich immer. Ah, ich habe kein Repair-Kit dabei, oder? Haben wir Repair-Kits eingesteckt? Nee, leider nicht. Bräuchte mal Kleber für. Okay, wir können gar nicht alle Autos zerlegen. Mein Schraubenschlüssel wird irgendwann gleich aufgeben. Außer wir finden zufälligerweise ein Repair-Kit. Kann passieren. Unter anderem mit Autos. Aber darauf wetten würde ich jetzt nicht unbedingt. So, ihn hier noch. Dann zerlegen wir den da oben drauf noch. Wenn wir jetzt dann das ganze Ding resetten, respawnen das Zeug sowieso wieder. Aber mein Schraubenschlüssel hält nicht mehr so lange. Ja, der ist im Arsch. Hoffentlich kriegen wir das Auto noch komplett zerlegt. Ein Repair-Kit haben wir Klebeband gebraucht. Eisen und Klebeband. Okay, Eisen ist schlecht. Klebeband auch. Okay, den haben wir noch mitnehmen können. Alles andere sieht, glaube ich, eher... Ja, schlecht für uns aus. Benzin, nope. Wenn wir das Polizeiauto knacken,
Spawnt das neu? Wie viele Dietrich haben wir noch? 6. Na, wird eng tatsächlich. Wir sollen vielleicht einen Diebstahl eben noch was reinstecken können. Wobei, wir brauchen, glaube ich, mehr Intelligenz dafür. Aber ein Diebstahl wäre nicht die schlechteste Investition gewesen, glaube ich. Wobei es geht. Selbstgebautes Gewehrchen. Das gefällt mir tatsächlich. Ja, jetzt ist er im Arsch. So, direct spawn. Gut, das hier rein, das hier rein, das, das, das. Guten Rest werden wir höchstwahrscheinlich 900 Metall. Also das hat ordentlich was gebracht. Ganz ordentlich was gebracht, das Ganze. So, laden wir aus hier. Okay, die Autos auf jeden Fall aufgrund der Autobücher und Fallenbücher. Yes! Oder noch besser, wir finden direkt 4 Stück von den Dingern. Geil! Okay, danke. Auch nett. Dann nehmen wir direkt die Autos wieder auseinander. Also wir brauchen Autobatterien, wir brauchen Motoren. Und solange wir hier ganze Autos haben, das Geile ist, wir können hier unsere Ausdauer komplett rauspulvern. Können looten, warten, bis unsere Ausdauer wieder voll ist und dann das Ganze nochmal von vorne machen praktisch. Das ist ganz geil. Das heißt, wir gehen jetzt hier, das Polizeiauto ist tatsächlich neu gespawnt, das gehört hier dazu. Klebeband, auch gut. Schachteln. Altkleber, allein deswegen lohnt sich schon wieder. So, das Ding können wir jetzt komplett auseinandernehmen. Cool ist, wir haben sogar Repair-Kit als Ersatz. Das ist Luxus. So, dann gucken wir mal nach da hinten. Hier hauen wir nochmal drauf. 20 brauchen wir mittlerweile nur. Kartoffelsamen. Sehr schön. Haben natürlich jetzt wenig Ausdauer, wenn jetzt irgendwie Zombies kommen. Concrete. Sand. Plus 50. Clay 22. Naja. Naja, naja, naja. Rohre. Cool, da kriegen wir kriegen tatsächlich Rohre. Ja, komm. Es ist eine normale Quest, keine befallenen Quest. Das Auto hier können wir gleich mal zerlegen. Das Mais, leider normaler. Wir bräuchten Super-Mais, dann hätten wir finanziell komplett ausgesorgt, wenn wir den vermehren können, effizient. Kein Motor bis jetzt. Ab und zu ist dahinter mal einer. So, Wohnwegen sind nicht zu unterschätzen. Denkt man gar nicht, aber ist tatsächlich so. Wir legen gerne mal Bücherstapel und hast noch nicht gesehen rum. Vor allem das hast noch nicht gesehen. Eine Suppe. Bisschen verrottetes Fleisch, Knochen braucht man nach wie vor. Blaubeeren sind auch herzlich willkommen. Kriegen wir hier Leder? Jo. Wir brauchen massiv viel Leder. Gut, es waren jetzt nur 2 mehr, aber es ist. Irgendwo muss man anfangen. Letztendlich. Wir brauchen ganz, ganz viel Leder. Hier kriegen wir leider immer nur Stoff. Für unsere neue Rüstung brauchen wir ganz viel Leder. Kommen wir hier. Boah. Kommen wir da nicht rein? Okay, wir gehen erstmal außen lang. Wir nehmen alles mit, was geht. Das ist ein ganz normaler Anhänger. Das Auto hier können wir da auf jeden Fall zerlegen. Bingo, Automagazin. Da haben wir wieder eins. Nächster Versuch. Die Repair-Kits haben wir erstmal genug. So, 17.12 Uhr. Ja, wir lassen uns Zeit. Wir lassen uns diesmal richtig Zeit. Ausnahmsweise. Holzbretter. Rohre. Das war Clay. 34. Ja. Meine ziehen nebenbei Ausdauer wieder hoch damit. Tatsächlich. Bam. Weg damit. Immer noch kein Motor.
Interessanterweise. Mülltönchen. Kleinwagen. Lebber. Nächster Wagen. Meinst du, sie sind alle... Geh weg von meinem Motor da hinten. Seht ihr das? Hallo? Jetzt hüpft sie drüber. Was ist mit dir falsch? Tatsächlich, wir können es nochmal neu knacken. War eine gute Entscheidung, das Ding mitzunehmen. Das heißt, hier spawnt das Ding standardmäßig nach. Cool. Immer ein bisschen Muni drin, ab und zu mal. Vielleicht ein legitäres Teilchen, man weiß es nicht. So, 2 Sekunden. Ein Dietrich nur. Oh, das hat sich richtig gelohnt. Er ist, glaube ich, nicht mal verbraucht danach. Guck mal hier, 43 Kugeln. Gar nicht schlecht. Das eine verrottete Fleisch. Wir brauchen zwar verrottetes Fleisch, aber jetzt auch nicht mega wichtig. Weil wir haben, verrottetes Fleisch haben wir tatsächlich ein bisschen was. Mangelt eher an anderen Dingen. So, erstmal wegbringen. Jetzt rennt sie da hier nach hinten. Was hast du mein Bikchen gemacht, junge Dame? Das Ding kann weg. Der Tuna kann weg. Aber Motor ist echt Mangelware. Wir sollten keine Motoren mehr verkaufen. Die bringen zwar 200 Tukes, aber ganz ehrlich, auf die 200 Tukes scheiß mal lieber. Da haben wir andere Dinge, die wichtiger sind. So, gehen wir doch mal rein. Daneben schießen. Das waren mal 2000 Erfahrungspunkte, die wir gerade mitgenommen haben. So, nächstes Karchen zerlegt. Immer noch kein Motor. Die Suche nach dem... Achso, ich wollte gerade sagen. Die Suche nach dem Heiligen Gral, ne Motor. 3 Schläge brauchen wir nur. Das ist ordentlich. Ah, guck mal hier. Stuhlhausen. Nehmen wir alles mit. Können wir verfeuern. Geil. Yes, Arbeitsstation. Gerne genommen. Leder. Jo. +1, +2. Ah, die sind aber relativ ineffizient, die Dinger. Okay, 2-mal Powerschlag praktisch. Können wir mal gucken, vielleicht nehmen wir es mit. Grillrost, zerlegen, bisschen Kohle. Ne, 3 Powerschläge tatsächlich. Na gut, aber jetzt haben wir schon 7. Wir brauchen 10 für ein Rüstungsset. Also theoretisch machbar. Nitratpulver. Inventar ist voll. Na ja, klar. Du da rein. Na gut, wenn wir so viele Autos zerlegen, sind wir relativ schnell, relativ voll. War aber auch irgendwo klar. Bierchen. Käffchen. Der Ustand im Mikro. Oh. Das hat zumindest 10 Teil erledigt. Okay, wildes Wesen. Das eine haben wir noch eingesperrt, aber das ist eine massive Tür. Iiii. Hm, die Wilden sind ein bisschen ein Problem. 100 und wir sind schon wieder infiziert bei 1, what? Das sind 2 oder was? Alter, der bringt halt 1, 2, aber trotzdem.
Er frisst ein Magazin, bevor er umkippt. What the hell? Okay, oben auf dem Dach können wir noch was machen. Regallager. Maismehl. Clay. Stühlchen, ja. Food. Ja, nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch mehr Mais. So ein Wilder. Na komm hier ruhig rein. Sprengpfeile. Fertige Sprengbolzen. Okay, krass. Yes, Erntewerkzeuge, Stahlwerkzeuge, Qualität. Stahl. Bisschen normalo. Billo normalo. Wenn du. Ich wollte gerade sagen, wenn du es. Mit welcher Präzision? Ah. Okay, hätte ich mal vorher finden sollen. Normalerweise hier oben dann tatsächlich noch was drin. So, aber jetzt nehmen wir erstmal den Hauptraum mit. So, Nitrat, Munition, jetzt haben wir ein Problemchen, das Ding können wir zerlegen, da können wir das hier schon mindestens mal mitnehmen. Okay, wir müssen kurz raus. Wir haben es Gott sei Dank, wir haben es wirklich nicht eilig diesmal. Ausnahmsweise, auch wenn wir ein bisschen infiziert sind und so weiter, 15 Leder. So steht hier, wieso ist hier Stahl? Okay, das ist echt wenig. Das ist echt wenig, was wir gerade eingespart haben. Säubere Gebiet. Okay, da hinten lebt irgendwo einer. Du bist mir erstmal egal. Den können wir sowieso gleich benutzen. Trager Book, nice. So, damit ist unsere Infektion wieder weg, zumindest. Hier haben wir einmal Rüstung, einmal Spülbecken. So viele Zombies und so wenig Patronen. Hier ist ein Trick, den ich gelernt habe, um mehr Blei und Messing aus Spülbecken und Rohren zu sammeln. Cool. Und Sammelwerkzeuge. Auch cool. Naja gut, zwei Stoff, ganz ehrlich. Scheiß drauf. So, das Ding knackt mal wieder. Infektion geht runter, wir sind bei 94 live. Wir halten ein bisschen was tatsächlich mittlerweile aus, wenn uns die ab und zu mal treffen. Wir sind nicht mehr ganz so aus Pappe, was aber auch nötig ist, wie man gesehen hat. Ah, geil. Ja, jetzt verreißen wir gerade die, oder verbrauchen gerade Dietri hier. Wir müssen mehr Dietri erstellen. Kostet uns nicht viel, aber. Ah, shit. Geier. Geier sind üblicherweise in der Wüste anzutreffen. Verletzte und sterbende Beutetiere ziehen sie an. Verursacht 10% mehr Schaden gegen Geier. Cool, aber die sind eh One-Hit. Okay, jetzt müssen wir aussortieren. Das Ding kannst du benutzen. Das Ding kannst du auch benutzen. Messbecher, das nehmen wir auf jeden Fall mit. 10 Steine, ein Tierfett. Ja, zerleg die Stühle, nimm das und das mit. Das Ding kannst du gleich benutzen. Okay, die eine Kartoffel. Das Ding gibt Messing. Das Ding kannst du zerlegen. Cool, Super Mais-Samen gefunden. Oder Rezept gefunden. Den einen Zombie brauchen wir noch. Hier waren wir jetzt schon überall. Okay, hier ist rausgesprengt. Das ist ein Automat. Hier könnte man kaufen. Klar ist hier nochmal die Hölle los. Ist klar. Okay, Quest abgeschlossen. Nochmal volles Karacho. Also richtig volles Karacho. Okay, das Papier brauchen wir nicht. Das war auch jetzt interessant. Toiletten. Da können Handfeuerwaffen drin liegen. Und natürlich trübes Wasser. Und natürlich Papier. Wer kennt es nicht? Okay, zurück zum Händler. 1932. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Wir sind massiv voll und wir haben tatsächlich alles abgeschlossen.
Motor, wir kriegen leider nichts zum Witz, sonst hätte ich jetzt, also man hätte jetzt noch die Autos zulegen können, wäre nicht der schlechteste Move gewesen. Problem. Wir haben keinen Platz. Aber wir haben jetzt nochmal ordentlich Material mitgenommen. Also das machen wir noch ein, zwei Mal, damit wir tatsächlich uns auf die kompletten Autos stürzen. Und wir sind materialmäßig wieder voll. Wir haben jetzt gut 10 Minuten länger gebraucht, wie wir sonst brauchen, praktisch für eine Quest. Aber es war sowieso die letzte, die uns zumindest einen Vorteil verschafft. Wir können nach wie vor Quests übrigens machen. Wir kriegen auch die Questbelohnung allen drum und dran. Wir kriegen nur nicht den Fortschritt angezeigt, dass wir die nächste Stufe der Quest freischalten, zum Beispiel. Lustigerweise haben wir nach wie vor keine andere neuen Händlerroute. Bob Wrecked. Lustigerweise aber nach wie vor keinen neuen Händler übrigens. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Aber sollten wir nicht eigentlich bei Stufe 3 hätten wir doch einen neuen Händler freischalten müssen, oder? Im nächsten Biom. Da liegt eine Sporttasche. Aber wir haben keinen Platz. Was willst du machen? So, wir gehen ganz kurz nach Hause. Nehmen alles, was wir für Kaufzeug haben mit. Und die Nacht nutzen wir dann wieder vollständig zum Basteln. Können wir hier noch irgendwas jetzt stacken? Wir haben einige Knochen, wir haben einiges an Stoff, wir haben einiges an Leder tatsächlich. Bin ich ganz stolz drauf. Vielleicht können wir damit noch was anfangen später. Metz, Mods, Muni. Sehr schön. Sortieren. Dann einmal, wow, das ist viel. Okay, ab Messbecher praktisch. Können wir einmal alles verscherbeln, was wir da haben. Ordentlich Kohle. Momentan zu kaufen nix. Tatsächlich nichts. Oder ich glaube, alle Pläne, die Pläne haben wir zum Großteil. Wir haben den Wasserreinigen gekauft. Tag 13 gibt es erst was Neues. Technikfreak haben wir schon. Bauplan brauchen wir nicht. Blaubeerkuchen, die beschwerte Kopfmord haben wir schon. Blaubeerkuchen, einen. Vor allem einen. Ganz ehrlich, nehmen wir die temperierte Klinge, auch wenn der Rest, die bloße so scheiße. 800 Cukes immerhin. Aber die Belohnungen sind so kacke. Holla, die Waldfee. So, verkauft er nicht. Ja, kauft er nach wie vor nicht. Den Messbecher können wir behalten. Das Ding, ja, den Stahlvorschlag haben wir, brauchen wir nicht. Das Ding kannst du auch haben. Die kannst du auch haben. Das kannst du auch haben. Den Rest, schade, dass er die Dinger nicht kauft. Aber die würde er dann beim nächsten Mal wieder kaufen. Wir haben jetzt 7000 im Moment. Schalter. Tell your friends about me. Trader Bob. Trader Bob. Hast du noch irgendwelche Materialien für mich, die sich lohnen? Battery Bank. Schalter. Werkbank. Ein Generator können wir, glaube ich, bauen. Brauchen wir aber auch Motoren übrigens dafür. Also wir brauchen definitiv mehr Motoren. Reflexvisier-Mod. Das wiederum wäre nicht schlecht. Wobei wir die auch selber bauen können. Ich glaube, bauen kommt mich definitiv günstiger. Wie wenn ich die 1-2 jetzt ausgebe, wenn wir uns den Dings kaufen. Du hättest tatsächlich Benzin. Für 7000, für 8. Okay, wir kaufen mal 2000 Benzin von dir für 1,8. Eigentlich mal nach Benzin gesucht oder habe ich falsch gesucht? Leder. 1000. Oh, 600 für 10 Stück. Ich bin schon geizig, ich weiß, aber Handfeuerwaffenteile, Zement. Boah, 5 kostet mich 750, aber trotzdem, ich brauche nur 5, glaube ich, für die Mod. Gekauft. Haben wir noch 4000. I might have some more of those in the back room, if you're interested. Nee, ganz ehrlich, ich bin zu geizig dafür, jetzt das Leder hier zu kaufen. Geizigt. Was wir übrigens, glaube ich, noch haben. Wir haben hier noch nicht mal alles geplündert. Ja. Zum Beispiel. Das Ding hier. Den haben wir auch nicht geplündert? What? Wir haben ja noch gar nichts geplündert? Okay, wir sollten hier nochmal plündern. Und zwar alles, was hier rumliegt. Weil hier liegt nochmal massiv Zeug rum. Nope, nope. Ei, nope. Und wir haben eh gerade Platz. Pilzsamen, guck mal hier. Können wir direkt anbauen wieder. Den können wir nicht mitnehmen. Coole Wohnung. Dude. Papier.
Kühltasche. Sam. Sam. Noch ein Köfferchen. Bisschen Stoff. Bisschen hier, bisschen da, bisschen dort. Kann ich hier einziehen? Warum hat er hier ein Auto? Ich mag seinen Einrichtungsstil. Gefällt mir. I like it. Okay, das haben wir. Auch hier nochmal ein paar Samen. Ich meine, allein der Kleber ist schon einiges wert. Arbeitsstation fast geht nicht. Die Dinger bringen nichts. Sie sind für Multiplayer praktisch da. Drin waren wir aber schon. Bin ich mal richtig. Ah, und hier haben wir auch schon geplündert. Aber Arbeitsstationen tatsächlich nicht alle. Es ist interessant, dass du zwei hier liegen lassen, die Arbeitsstation. Okay. 20.56 Uhr. Wir haben eine Stunde Zeit. Wir müssen unten noch mit Holz aufwerten, wobei wir jetzt auch einiges an Holz haben. Die Frage ist, ob wir buddeln gehen tatsächlich. Wir zerlegen noch mal ein paar Autos. Wir haben ein bisschen Zeit in der Folge. Machen wir bis 22 Uhr, zerlegen wir noch Autos. Wir brauchen definitiv halt noch Motoren. Metall zum Einschmelzen. Auch nicht verkehrt. Alles, egal was wir kriegen, es ist alles okay. So, nebenbei ein bisschen plündern. Guck mal hier, 38 Stein. Knüppel brauchen wir nicht, aber hey. Dann hacken wir hier ein bisschen wieder drauf rum. Schade. Bam. Die Aloe-Pflanze kannst du auch mitnehmen. Au. Wir müssen irgendwann mal unser Bike reparieren. Kostet aber nur ein Repair-Kit. Außer sie haben das geändert, aber normal ist ein normales Repair-Kit. Und das Ding ist fertig. Bam. So. Hack da drauf rum. Sind wir so voll, oder was? Tatsächlich. Wir sind zu voll, Freunde. Wir sind zu voll. Motor. Batterie. Oh, Motor und Batterie. Nett. Ganz ehrlich, das kann raus. Das kann raus. Braucht kein Mensch. Motor und Batterie brauchen wir. Hat sich schon wieder gelohnt. Wir haben einen weiteren Motor. Und wir sind massiv überladen. Ja, unsere Hordenfalle müssen wir noch ausbauen, aber wie gesagt, ich würde jetzt in der Nacht würde ich nochmal alles craften, was geht. Das heißt, die Zäune, ein Generator brauchen wir. Das Geile ist, wir können das alles wieder mitnehmen am Ende. Das ist ja das Schöne. So, wir haben jetzt 5000 Benzin erstmal. Ah, guck mal, unser ganzer Garten ist fertig. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal ordentlich sortieren, craften und so weiter und so fort. Munition. Eine 6er Batterie haben wir bekommen. What? Okay, nice. Wieso höre ich Hordenmusik? Okay, also sortieren. Essen kann raus. Zwei Motoren, die wir immerhin haben. Dann haben wir Verkaufen-Stuff. Das ist Verkaufen, das ist Verkaufen. Das Ding, das hier. Das hier, das Ding können wir direkt benutzen. Das hier können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Die bringen tatsächlich relativ viel Kohle. Das hier sind Schockstabteile, die wir loswerden können. Die Pistol-Teile würde ich behalten wollen. Medizinischen Stuff haben wir nichts. Mods haben wir. Kommt das da dazu? Munitionsteile kommt hier rein und das kommt hier rein. So, dann haben wir 1,8 zum Schmelzen. Okay. Cool, direkt daneben geklickt. Einschalten. Wir müssen diesmal aber einen Schreier kriegen. Es würde mit Teufel zugehen, wenn nicht so wäre. Die Knochen können hier rein. Die Munitionsherstellung ist das hier. Klebeband kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier hin. Das kann da rein. Das. So, hier müssen wir nochmal aussortieren auf jeden Fall. Die drei Stühle können hier rein. Eisen 48, herzlichen Dank.
Dann kommt hier der Motor noch zusätzlich dazu. Die Munition kommt hier mit rein. Gut. Ah, ein bisschen haben wir noch. So, dann machen wir einmal Folgendes. Von Landleben haben wir komplett. Das heißt, einmal die ganzen Pflanzen abernten. Kürbisse. 45 Kürbisse zusätzlich. 31 Mais. Und die Pilzsammer auch. Nice. So, Samen technisch. Das können wir übertragen. Das können wir übertragen. So, wie sieht's aus? Wir haben 9 davon, 2 davon. Die 9 Mais werden wir erstmal anbauen. Das Maisbrot ist halt mit 10 oder das Maismehl ist tatsächlich recht attraktiv im Moment. Nach wie vor. Dann brauchen wir Kartoffeln, Kürbis. Müssen uns mal angucken, auf was wir uns spezialisieren. Blaubeerkuchen beispielsweise, brauchen wir das Ei. Ei müssen wir zwangsweise finden. Ich würde gerne was nehmen, was wir nicht finden müssen. Pilze, Kartoffeln und Mais. Das wäre tatsächlich mein Wunsch momentan. Der Eintopf, verrottetes Fleisch, Kartoffeln, Mais, Tierfett. Tierfett ist das Problem hier. Können wir Tierfett herstellen? Nein. Wäre komisch, ehrlich gesagt. Ja, Tierfett ist hier wiederum das Problem. Aber Kartoffeln sind okay. Das heißt, Mais und Kartoffeln. Zusätzlich die Pilze, die wir überall dran kleben können, haben wir gelernt. Sieht's ganz gut für uns aus. Hopfen und so weiter auch. Brauchen wir dann später erst wieder. Aber ja. So, dann machen wir einmal hier raus. Rezepte, Mais, Mehl. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann haben wir Tierfett. Haben wir 11. Kürbis, Kartoffel, Mais. Verrottetes Fleisch, Wasser. Verrottetes Fleisch, Wasser. Penner-Eintöpfe. 6 Stück. Okay, cool. Das sind 32 Minuten. Holla die Waldfee. Ich klicke mir einen Wolf gerade. Mach mal 6 tatsächlich. Mach mal 6 Stück. Dann haben wir Maisbrot. 8. Hau rein. Okay, essensmäßig sind wir offen. Essensmäßig haben wir es gerade geschafft. Praktisch. Hier schmilzt ein. Clay ist noch drin. Einwandfrei. So, dann brauchen wir Eisen. 31 Stück. Dietriche brauchen wir. Ganz dringend. Mechanische Teile brauchen wir dafür. What? Okay, haben wir mehr als genug. Machen wir mal Dietriche 15 auf jeden Fall. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir. Wir haben 4-mal legendäre Parts. Eigentlich ganz geil. Dann haben wir Modifikationen. Wir haben sehr viel Modifikationen. Verfolgen. 10. Tatsächlich, es wäre günstiger gekommen. Es wäre tatsächlich günstiger gekommen, das Ding zu kaufen. Anstelle des Stahls zu kaufen. Also wir wären echt günstiger damit gefahren. Krass. Aber jetzt ist egal, jetzt brauchen wir's. Reflexmod fertigen. Okay. Dann brauchen wir den Generator verfolgen. Können wir direkt bauen. Nice. Einmal Generator bitte. Zaun. Elektrozaunpfosten. Brauchen wir Eisen. Und elektrische Teile. Elektrische Teile. Wir müssen mehr Klimaanlagen auseinanderrupfen. Für elektrische Teile. Und wir brauchen Kleber. Massenweise Kleber. 16. Danke. Das Ding können wir direkt... Ja, wir hauen uns... Nee, wir hauen uns einen Penner-Eintopf rein. Sobald er fertig ist. Wir haben auch Wasserdefizit, I know. Aber das ist auch nicht das große Problem. Wir können das Ding hier erstmal nehmen. Das Sprudelwasser, das stellt 60 Wasser wieder her. Ein... Tausammler hätte ich dann gerne noch. Verfolgen. Dafür brauchen wir noch Rohre und Klebeband. Klebeband kriegen wir mit Kleber. Klebeband brauchen wir sowieso recht viel. Können wir direkt die 8 Stück herstellen. Danach können wir den Tausammler jetzt gleich anfertigen. 28 Sekunden nur. Okay, krass. Dann können wir den Tausammler direkt bestücken.
Einmal hiermit und einmal. Hatten wir nicht noch eine Plane dafür? Nur der Filter hat uns gefehlt? Wir müssen eine Plane tatsächlich. Ne, hier ist sie nicht. Munition haben wir ein bisschen was. Können wir aber auch direkt wieder fertigen. Gehen wir direkt das nächste mit in Auftrag. Das ist die Munition. Ich würde sagen, läuft bei uns. Wir fertigen übrigens gerade parallel, wie man sieht. So, Tausammler ist fertig. Wir sind gerade relativ effizient unterwegs. So, das Ding hier rein. Mehr Menge. Hier ist nach wie vor sauberes Wasser drin. Zwei Stück. Plus die Geschwindigkeit erhöht. Tausammler, brauchen wir tatsächlich noch eine Plane. Oh ja, wir hatten doch diese Plane. Ich bin mir sehr sicher. Tatsächlich. Sehr, sehr sicher. Beete. Verfolgen. Uns fehlt Clay. 800. 14. What? Ja, ganz ehrlich, gib Gas. Damit haben wir beetmäßig ausgesorgt. Und essensmäßig sind wir sowieso durch. Okay, ich würde sagen, das nenne ich mal erfolgreich. Auf jeden Fall. Wir brauchen eine weitere Schmiede übrigens bald. Wenn es so weitergeht. Wir schmelzen hier nochmal Blei aber dazu. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es hier dementsprechend weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.